Wer glaubt, dass sich die Jugend heutzutage nur fürs allerneueste Smartphone oder den allerletzten Eintrag auf ihrem Facebook-Profil interessiert, der soll mal die 300 jungen Leute vom Europäischen Jugendparlament fragen, dessen diesjährige Session in Zürich heute nach 10 Tagen zu Ende geht. Da wurden die ganz großen, ganz heißen Eisen angefasst, ganz ohne Berührungsängste. Steuerzahler, Steueroasen und Staatsfinanzen. In Anzug und Krawatte präsentieren sie ihre Vorschläge für ein verändertes Europa. Jede Idee wird kritisch hinterfragt und dann verabschiedet. Die 16- bis 18-Jährigen wissen aus erster Hand, Europas Wirtschaft muss nachhaltig sein. Die Arbeitslosigkeit bei uns in Irland ist sehr hoch. Hier haben wir Lösungen gesucht. Das hat mir viel gebracht. Wir glauben vor allem, die Kultur der Bankenindustrie muss sich verändern. Dieses Profitdenken muss endlich aufhören. Wir sind junge Europäer. Wir sind motiviert und gut ausgebildet. Unsere Stimme soll gehört werden. Wir wollen helfen, die Probleme zu lösen. Klar ist, der politische Hunger ist groß. Doch wichtig ist den Veranstaltern vor allem eines, das gemeinsame Erlebnis. Es ist nicht so, dass wir nachher alle Politiker werden. Im Gegenteil, dass wie dann die Leute, was sie nachher machen, das ist sehr, sehr verschieden. Es gibt ganz, ganz verschiedene Lebensentwürfe sozusagen. Aber ich glaube, es ist einfach generell mal interessant, das zu erleben und die Möglichkeit haben, sich auszutauschen. Die heute gefassten Beschlüsse werden an die verschiedenen europäischen Institutionen weitergeleitet. Da entscheiden dann die Erwachsenen, was sie umsetzen und was nicht.